Hallo, Paraguay Live. So, das heutige Thema, der Flug oder die Flüge zwischen Europa und Paraguay. Und genau. Asunción, São Paulo und São Paulo, Deutschland, beziehungsweise auch Polen. Da werde ich euch kurz etwas dazu erzählen. Bleibt dran. So, einige Sätze, wie ich gesagt habe, zum Flug. Also ich bin immer mehrere Flugrouten geflogen, zuletzt eben Asunción, also die Hauptstadt Paraguays, São Paulo, ungefähr 1,5 Stunden. Dann von São Paulo nach Frankfurt am Main, logischerweise, da waren 11,5, 12 Stunden, je nachdem wie der Wind steht. Und dann könnt ihr natürlich von Frankfurt, so wie ich zum Beispiel, Richtung Warschau fliegen oder halt andere Hauptstädte Europas. So, es war ziemlicher Chaos, also vor allem Frankfurt am Main. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ganz schlimm. Der Flug, also vor allem von São Paulo nach Frankfurt, war etwas zu knapp berechnet. Und Lufthansa hat es oder konnte, wie auch immer, nicht warten. Deshalb hatte ich so ungefähr 9 Stunden Verspätung. Also es bleiben keine schönen Erinnerungen. So, also dank Reisebüro habe ich zwar etwas mehr bezahlt, aber dafür war die Leistung grundsätzlich okay. Also die Flüge, die Wartezeiten, die waren natürlich nicht so lang, bis natürlich auf die Verspätung. Ja, die ja gut, weiß ich nicht, wie die zustande gekommen ist. Also wir sind auf jeden Fall etwas zu lang bzw. zu lange gewartet. Auf eine Warteschlange in Frankfurt und dann, gut, die Verspätung war natürlich zu lang. Und wie ihr wisst, Frankfurt kann man da richtig Kilometergeld verdienen. Von daher war es unmöglich, den nächsten Flug zu erhalten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt bezüglich der Flüge, bitte unten in den Kommentaren, wie immer, teilt das Video. Also auch für eure Freunde, Bekannten über Facebook, Twitter
Instagram, damit natürlich alle Bescheid wissen, wie man am besten fliegt und wie die besten Flugverbindungen sind. Ich gebe euch hier weiter empfehlenswerte Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.